Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. In der letzten Folge hatten wir hier wunderschön mit dem Dach angefangen und mir gefällt das schon richtig gut, obwohl ich sagen muss, dass mir das Schrägdach jetzt irgendwie gar nicht mehr so gut gefällt. Dementsprechend kann das auch sein, dass wir das Schrägdach nochmal anpassen und das nochmal verändern werden. Ich weiß es noch nicht genau. Das schauen wir uns auf jeden Fall im späteren Verlauf nochmal genau an, ob wir das jetzt wie gesagt so lassen oder ob wir das nochmal anpassen. Das werde ich vielleicht jetzt gleich auch schon mal ausprobieren. Und ich werde heute nochmal eine etwas kürzere Folge machen, also sprich, ich werde nur eine halbe Stunde anstatt eine Stunde oder zwei Stunden aufnehmen. Dementsprechend machen wir ein bisschen weniger Fortschritt. Das kann die nächsten Tage immer mal wieder passieren, aber ich glaube, dass das ja grundsätzlich kein Problem sein sollte. Wenn ihr einen großen Unterschied merkt und ihr sagt, keine Ahnung, irgendwie waren die Stundenfolgen doch besser, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil dann überlege ich mir etwas, damit ich das vielleicht ein bisschen besser organisieren kann, was natürlich dann eventuell auch mit einer Vorproduktion zusammenhängen kann. Weil so, wie ich das jetzt mache, kann ich eine halbe Stunde aufnehmen und dann kann ich aber jeden Tag aktuell aufnehmen und sozusagen auch gut auf eure Kommentare und auf euer Feedback eingehen. Gut. Damit genug gesagt zur Organisation der Folgen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit der Timelapse und damit wünsche ich euch viel Spaß. Let's go! Der erste Kommentar kommt heute von Starlord HD. Er schreibt, finde krass, wie viel Arbeit du in deine Videos steckst. Also ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass ihr das auch so wertschätzt. Also man merkt das halt sehr an den ganzen Kommentaren und natürlich auch an den ganzen positiven Bewertungen, die auf die Videos kommen. Also das ist für mich einfach eine mega Motivation und dementsprechend freue ich mich auch einfach jeden Tag die ganzen Videos aufzunehmen und das Ganze zu schneiden. Jetzt die letzten Tage habe ich halt relativ wenig Zeit, deswegen sind die Videos ein bisschen kürzer, aber das wird auch wieder ein bisschen mehr werden. Also ich bin momentan mega motiviert, sogar wesentlich mehr als in der ersten Staffel. Das muss ich ganz ehrlich so an der Stelle einfach mal so sagen. Und dementsprechend sage ich auch einfach mal Dankeschön an euch für den Support, für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare und wünsche euch natürlich auch weiterhin viel Spaß.
Der nächste Kommentar kommt von Mr. X. Er schreibt: Hallo Zander, ich finde die Villa ultra geil, würde aber noch einen Keller reinbauen, weil sowas ist oft das Gruseligste, also im letzten Video. Liebe Grüße. Also, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich habe am Anfang total vergessen, einfach einen Keller mitzuplanen. Da ärgere ich mich jetzt im Nachhinein total drüber, weil das eigentlich richtig geil gewesen wäre. Aber wie ein Vorredner schon bei dir geantwortet hat, den Kommentar habe ich jetzt nicht mit rausgeschnitten, es ist einfach jetzt im Nachhinein total unmöglich, eigentlich schon fast, einen vernünftigen Keller mit reinzubauen, weil das würde das ganze Projekt einfach sinnlos in die Länge ziehen und würde wahrscheinlich am Ende auch überhaupt nicht mehr gut aussehen, weil ich jetzt auch dann die Bahn nochmal abreißen müsste und die dann neu bauen müsste und. Und dementsprechend lassen wir es jetzt einfach so, wie es ist. Ja, im Endeffekt hätte ich vorher darüber nachdenken müssen, dass ich einen Keller reinbauen soll. Weil, ey, wer baut in ein Gruselhaus keinen Keller rein? Zander, GG, Alter, ohne Scheiß. Naja, okay, also wie gesagt, danke schon mal für die Anregung. Aber wie gesagt, Keller ist unmöglich jetzt im Nachhinein noch reinzubauen. Sorry dafür. Der nächste Kommentar kommt von MXYTop. Machst du eigentlich Craft Attack nur jeden Freitag oder jeden Tag und welche Zeit? Craft Attack kommt planmäßig jeden Tag um 14 Uhr. Bei Zander kann es auch mal später werden. Das wisst ihr alle. Habt Nachsicht. Aber geplant ist auf jeden Fall 14 Uhr. Thank you.
So, meine Freunde, wir sind für heute erstmal wieder am Ende angekommen. Wie gesagt, die Folge ist heute wieder etwas kürzer gewesen, das heißt, die Timelapse auch ein bisschen langsamer. Aber ihr seht, wir haben heute nochmal einiges verändert und ich glaube, dass sich das Ganze doch in eine positive Richtung verändert hat. Ich finde vor allen Dingen hier vorne das Dach, das habe ich ja komplett nochmal angepasst. Das sieht jetzt viel, viel besser aus. Das Schöne ist, dass es halt hinten durchgehend ist und hier vorne halt einfach auch passend zu dem restlichen Dachdesign. Es gab viele Leute, die gestern in die Kommentare geschrieben haben, yo, Zander, irgendwie sieht das noch nicht so ganz geil aus und eine Sache werde ich jetzt gleich dazu noch sagen. Auf jeden Fall haben wir das ganze Dach erstmal angepasst. Wir haben hier den Kirchturm ein bisschen verschönert mit ein paar Details. Also wir haben hier diese Spukhaus-Holz-Vertäfelung dran gebaut auf die Kanten. Das sieht dadurch einfach wesentlich runder aus. Haben hier unten noch so eine Abdeckung gemacht. Dadurch wirkt das einfach auch noch ein bisschen runder. Das Dach ist aber noch lange nicht fertig. Ihr seht ja auch ein riesengroßes Loch. Hier werden später noch Verzierungen draufkommen und so weiter und so fort. Ich habe das aber jetzt erstmal soweit fertig gebaut. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch das gefällt oder nicht. Es wird sowieso noch ein paar Anpassungen geben. Die Fenster sind noch nicht alle richtig eingefärbt und so weiter und so fort. Und jetzt zu der Sache, die ich noch sagen wollte. Und zwar haben gestern viele auch in die Kommentare reingeschrieben, dass das Spukhaus einfach noch viel zu schön aussieht. Also, dass man eigentlich das ein oder andere Fenster kaputt machen müsste, dass man hier ein bisschen was an der Uhr verändern müsste, dass es halt ein bisschen kaputter aussieht und so weiter und so fort. Und da habt ihr vollkommen recht. Das wird aber erst am Ende kommen, weil es macht keinen Sinn, das Ganze aufzubauen. Ich verändere das immer wieder und dann habe ich mir schon mega viel Mühe gemacht mit den Details. Das heißt, ich mache erstmal den groben Schliff. Das heißt, ich baue jetzt erstmal komplett das ganze Gebäude auf, so wie das aussieht oder wie das aussehen soll. Und im Endeffekt merke ich, dass hier gerade die Wand komplett falsch steht. Fuck! Das muss ich auf jeden Fall nochmal anpassen. Alter Schwede, guck ich das mal an. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Krasser Scheiß. Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal anpassen, aber das kriegen wir hin. Das dauert nicht so lange, das kann ich alles manuell machen. Auf jeden Fall machen wir das halt so, wir bauen das Ganze erstmal fertig. Und wenn dann solche Sachen passieren, wie jetzt hier zum Beispiel, und ich habe mir jetzt hier schon mega viel Mühe gegeben, das Ganze zu designen in den kleinen Details, und muss dann das ganze Dach anpassen, dann muss ich alle kleinen Details auch noch anpassen. Dementsprechend gehe ich halt hin und baue erstmal das Ganze fertig. Und wenn das fertig gebaut ist, dann gehe ich hin und baue die Details dran. So, nur so zur Information. Damit würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen um 16 Uhr. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Tschüss!